hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road. Ich wäre dir dankbar, wenn du nicht Zeitung lesen würdest, während ich neben dir sitze. Das ist gemein und ab und zu kannst du dich auch mal um mich kümmern. Aha. Kannst du mich nicht mal 5 Minuten in Ruhe lassen? Bitte, mach ruhig, was du willst. Okay, okay, was gibt's? Was es gibt? So stellst du mir eine Unterhaltung vor? Das ist der Grund, warum wir nie mit anderen Paaren ausgehen. Ist dir nie aufgegangen, dass du nichts von mir weißt, woher ich komme, was ich getan habe? An mir ist ein bisschen mehr als nur billiger Plüsch, der von armen koreanischen Kindern zusammengenäht wurde. Wirklich? Was könntest du mir über dich erzählen, das ich nicht schon weiß? Abgrundtiefe Dinge, Jack. Dass man seinen Vater gehasst hat und mit seiner Mutter schlafen wollte. Dinge, mit denen du nichts zu tun haben willst, Jack. Mach auf, Jack. Ich bin es mit den Kindern. Jack, lass sie ja nicht rein. Die Kinder tun mir immer weh. Besonders der Kleinste. Als ich bei ihm gewohnt habe, hatte ich immer Angst einzuschlafen. Hier habe ich Angst aufzuwachen. Jack, was dauert denn so lang? Diese Bude ist so winzig, da kannst du auf dem Klo sitzen und trotzdem noch die Tür aufmachen. Ich kann es nicht fassen, dass du deine ganze Familie allein in diesem gefährlichen Treppenhaus stehen lässt. Ich habe mit dir zu reden. Nimm's mir nicht übel, aber du bist ein furchtbarer Vater. Nimm's mir nicht übel, aber ich bin nicht dein Vater. Wie kannst du bloß so flapsig sein, wenn wir über das Wohlergehen deiner Kinder reden wollen? Mom, ich muss aufs Klo. Schiff ins Treppenhaus, wie alle anderen auch, Schätzchen. Ich denke, du gibst dich nicht genügend ab mit den Kindern. Ich möchte, dass du sie für eine Woche nimmst. Eine Woche? Ich meine, ich liebe die Kinder und so, aber nicht ohne gerichtliche Anordnung. Jack, ich würde es nicht tun, aber die Wahrheit ist, ich bin auf der Warteliste für die Betty Ford Klinik. Wieso? Hast du ein Alkoholproblem? Natürlich nicht. Dort lernt man nur am besten einen reichen Mann kennen. Ich könnte zu den anonymen Alkoholikern gehen, aber das tun sie alle. Und es macht keinen Spaß, dort wird ja nicht übernachtet. Außerdem finde ich bei Betty Ford einen hochkarätigeren Säufer. Oh, wenn ich nur die richtige Zitheroin eines Mannes finde, laufe ich da raus als die nächste Mrs. Keith Richards. Also alles, was du dafür tun kannst, ist, die Kinder für eine Woche zu nehmen und für die Klinik zu löhnen. Also wenn du glaubst, dass ich die Kinder für eine Woche nehme, hast du wirklich einen im Tee. Oh, du wirst sie nehmen, Jack. Und auch bezahlen. Denn sonst hast du sie für alle Zeiten. Ich bin rachsüchtig, Jack. Zwing mich nicht vor Gericht zu beweisen, dass ich eine unfähige Mutter bin. Oh, komm schon, Schätzchen. Ross könnte einen Vater brauchen. Er hat einen Spiegel zerbrochen und in der Schule hat man ihm gesagt, das bedeutet Pech. Gut, ich habe ihm gesagt, dass es sowas wie Pech nicht gibt. Aber es war mein Lieblingsspiegel. Jetzt hat er 7 Jahre Hausarrest. Mom, ich habe eine schwarze Katze gesehen.
Geht nicht zu ihm hin, er hat die Kratze. Echt, ich will jetzt pinkeln. Geh einfach geradeaus, mein Sohn. Und keine Sorge, wenn du wirklich die Kratze hättest, würde ich dir nie so den Kopf streicheln. Na los. Nehmt sie mir ab! Nehmt sie mir ab! Ehrlich, das war ein richtig schöner Abend mit den Kindern. Und Ross hat endlich kein Pech mehr. Er hat 7 Tassen Kaffee auf einen geschüttet, der gleich losgeheult hat. Und dann haben wir fürs Essen nicht zahlen müssen. Glaubst du, diese Flecken gehen wieder raus? Jack, fällt dir nicht auf, dass an mir was anders ist? Hast du mit deinen Haaren irgendwas gemacht? Ein bisschen abgenommen? Ja, Jack, das habe ich. Dein Sohn hat mir den Fuß abgeschnitten. Ach, dieser kleine Racker, ist er nicht niedlich? Er hat sicher erfahren, dass eine Hasenpfote Glück bringt, also hat er sie dir abgeschnitten. Ein richtiger Draufgänger ist er. Jack, ich verstehe ja, dass du stolz auf deinen Sohn bist, diesen Metzger. Aber mir fehlt ein Fuß. Ach, hör auf. Du sitzt doch sowieso den ganzen Tag auf der Couch rum. Wozu brauchst du denn den Fuß? Du treibst dich ja nicht viel mit Weibern rum, Jack, aber abschneiden tust du dir auch nichts, was du für dir nicht brauchst. Dass ich nicht viel unterwegs bin, heißt nicht, dass ich ihn nicht brauche. Jack, ich will meinen Fuß zurück. Hol ihn von dem kleinen Tangiermonster. Schon gut, ich mach's, ich hol ihn morgen. Jack, nimm mich in den Arm. Ich möchte spüren, dass mich jemand mag. Ja, ist ja gut. Aber berühr mich nicht mit deinem Stumpf. Ich find's frech, dass du Ross die Hasenpfote einfach klaust. Hey, dafür hat er mich um Moms Liebe gebracht, okay? Das hier wird mir jetzt Glück bringen. Oh mein Gott. Das ist Cindy Starling. Ehrlich, von der träume ich jede Nacht. Und ich träume, ich wäre sie jede Nacht. Ich spreche sie jedenfalls an. Und vergiss nicht deine immer erfolgreiche Anmache. Du brauchst kein Wort zu sagen, nicht mal zu Ende zu stottern. Deine tierische Ausstrahlung sagt alles über dich. Noch keiner hat das jemals zu mir gesagt. Dieser Kuss bringt mehr als Glück. Wenn er einen Kuss kriegt, zaubert er. Den brauche ich. Hi, Cindy. Kommst du mit zu mir auf die Bude und wäschst meine Wäsche? Na klar. Bis dann. Geil, das war das längste Verhältnis, das ich bisher gehabt habe. Die wird mir fehlen. Du bist ganz entzückend teuflisch. Oh. Die Wahrheit ist, eigentlich habe ich alles. Ich kann es nur nicht leiden, wenn mein Bruder irgendwas hat. Das ist die klassische Geschwisterrivalität. Ich habe meiner Schwester den Freund ausgespannt. Igitt, da ist ja ein Finger in meinem Sandwich. Und ein Diamantring in meinem. Etwas für jeden von uns. Danke, Mom. Dank deiner Hilfe komme ich vielleicht in die Betty Ford Klinik. Ah, meine Urinprobe ist deine Urinprobe. Also dann, ich habe viel gelernt. Mal sehen, ob ich alles gecheckt habe. Die rote putscht dich auf. Mhm. Die blaue holt dich runter. Mhm. Durch die gelbe bleibst du unten. Mhm. Die weiße... ist ein totales Experiment. Hm.
Okay, und jetzt brauche ich richtig gute Pillenausdrücke. Ich will nicht als saubere amerikanische Hausfrau erkannt werden. All die Junkies und Alkis und Pillenschlucker sehen sonst auf mich herab. Also gut. Das Wichtigste von allem ist, gib ja niemals zu, dass du ein Problem hast. Sag ihnen, ich kann aufhören, wann immer ich es will. Sag ihnen, ich mache das nur zu meiner Entspannung. Und wenn es eben diese hässliche, stinkende, anwidernde Welt ein bisschen besser macht, wenn es dir hilft, den Einkaufswagen einen Zentimeter weiter zu schieben, wenn es dir hilft, deinem Mann einen Martini mehr zu mixen, ohne vorher schnell noch reinzuspucken, was ist dann so schlimm daran? Ich habe es voll im Griff. Oh, das ist ja sehr gut. Mom, findest du nicht, du nimmst da ein paar zu viel? Oh, Schatz, keine Sorge. Ich habe doch kein Problem damit. Ich kann aufhören, wann immer ich es will. Ich mache das nur zu meiner Entspannung. Da ist der Mann, der für meine Pillenabhängigkeit verantwortlich ist. Wenn du wüsstest, wie man eine Pille nimmt, dann hätten wir jetzt nicht drei Kinder. Was hast du hier zu suchen? Oh, ich muss zu Ross. Er hat meinem Plüschhasen den Fuß abgeschnitten und der will ihn zurückhaben. Ach, das ist ja süß. Ich bin in der Betty Ford und du in der Klapsmühle. Übrigens, ich habe diesen Fuß. Die Kinder haben sich gestritten. Sie denken, er bringt Glück. Sie müssen lernen, dass man sein Glück selbst macht. Und was wichtiger ist, still zu sein, wenn ich telefoniere. Was machen die denn? Ach, der Hund hat Tiffanys Ring gefressen und die Kinder warten darauf, dass er wieder erscheint. Erzähl mir, was dabei rausgekommen ist. Also los, gib mir den Fuß. Ach, warte, ich hole ihn dir gleich. Hier hast du ihn. Ups, Sekunde. Hallo. Was? Ich bin aufgenommen in die Betty Ford Klinik. Oh, danke, danke, danke. Ich bin bestimmt die beste Säuferin, die je bei euch war. Lass bloß die Finger von meinem Fuß. Das ist mein Glücksbringer. Der verschafft mir jetzt einen reichen, drogenabhängigen Mann. Endlich. Jemand, bei dem sich eine Scheidung lohnt. Oh, ich liebe meinen Fuß. Und wir werden nie wieder, nie wieder voneinander lassen. Na, wie geht's dir? Spar dir dein Gesülze für irgendeine blöde Tussi auf. Hast du meinen Fuß? Ich hab was Besseres. Hier sind nagelneue Füße. Da. Siehst du, die haben Schuhe. Na? Warte. Keine Angst, ich habe eine große Auswahl. Genau, also die hier haben Zehen. Da könntest du Sandalen tragen. Sieh sie dir wenigstens mal an, ja? Also dann hier wäre was. Siehst du? Schwimm heute. Du könntest schwimmen gehen. Die sind orange. Ich bin grau. Da sehe ich aus wie ein alter Mann mit einem Sonnenbrand, der Golf spielt. Also, willst du nun einen Fuß oder nicht? Sonst binde ich dir den Stiel vom Schokoladeneis ans Bein und sag Long John Floppy zu dir. Leck mich an meinem Plüscharsch. Ich will meinen Fuß. Na gut. Gut, dann muss ich dir ein Geständnis machen. Ich hab deinen Fuß nicht. Na, ich will ehrlich zu dir sein, Jenny hat ihn. Wenn man dir so zuhört, wenn du ein Song wärst, wärst du die allerletzte Schnulze. Wenn du eine Farbe wärst, wärst du Geld. Und wenn du eine Pflanze wärst, wärst du eine Trauerweide. Jetzt zeig endlich Rückgrat und hol mir meinen Fuß. Ich sag dir doch, ich kann nicht. Du holst ihn. Ja, denn ich kann nicht nur so reden. Ich kann auch so reden. Ja, und zwar ununterbrochen. Okay, okay. Jetzt weiß ich, dass innere Stimmen einen zum Wahnsinn treiben können. Also gut, Jenny wird ihn auf keinen Fall rausrücken, also muss ich einbrechen und ihn stehlen. Aber vorher bringe ich diesen ganzen Krempel in den Spielzeugladen zurück. Oh, warte einen Augenblick, Jack. Darf ich die eine noch mal sehen?
Welche, die da? Aha. Dreh sie mal um. Vielleicht können wir die ja behalten. Jack, bevor du gehst und meinen Fuß holst, könnten wir das Licht ausmachen? Danke. Also, kommst du aus Korea? Hi, Dad. Was machst du? Gar nichts. Was ist das? Ach, nur die neue Alarmanlage. Sie wird echt laut, wenn du sie in 15 Sekunden nicht abgestellt hast. Sie ist der Alarmcode. Eine ganz komplizierte Reihenfolge von Zahlen, die kein Mensch sich merken kann. Und weiß jemand sie? Ja. Ross! Hi, Dad. Was tust du hier? Psst. Kein Mensch darf wissen, dass ich hier bin. Wie ist der Alarmcode? 1, 2, 3, 4. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. Was ist das? Die Sicherheitsfirma. Schnell, wie ist das Kennwort? Daddy ist ein Idiot. Spart jetzt für den Psychiater. Ich muss jetzt das Kennwort wissen. Es heißt, Daddy ist ein Idiot. Die Sicherheitsfirma hat Moms andere Vorschläge nicht angenommen. Daddy ist ein Idiot. Ja, es ist besonders komisch. Aber wenigstens arbeite ich nicht in der Friedhofsschicht einer Scheiß-Sicherheitsfirma. Ich? Ich bin Gehirnchirurg-Kumpel. Zweimal Kopf wie die Woche? Tumor. Hi, Daddy. Psst. Hör zu. Ihr geht jetzt alle wieder ins Bett zurück und vergesst sofort, dass ich hier war. Na los. Okay, Daddy. Oh, Daddy, habe ich vergessen. Mom sagt, du sollst draufkommen. Sie hat dich durch den Garten latschen sehen. Alle Nachbarn haben dich fluchen hören, als du über den Busch gefallen bist. Was machst du da? Oh, ich packe für die Betty Ford Klinik. Wenn sie nichts finden in meinem Gepäck, wissen sie, dass ich nicht echt bin. Oh, ich habe mir ein paar Pillen von Mom geliehen. Ich dachte, wenn ich als Schnaps- und Pillendrossel auftrete, bin ich offen für jeden Mann. Warum bist du so angezogen? So angezogen? Oh, wir verkaufen heute Gebrauchtwagen gegen Schwarzgeld. Und warum bist du dann hier? Ich wollte dir nur eine schöne Reise wünschen und ich hoffe, du reißt dort einen supergeilen Ex-Junkie auf. Oh, es gibt gar keine Ex-Junkies, Jack. Du bist immer ein Junkie. Siehst du, ich habe es gelernt. Oh, Jack, glaubst du wirklich, dass die mir das dort abkaufen? Wenn es nicht hinhaut, bist du nicht die Lügenkönigin, die ich geheiratet habe. Manchmal bist du so süß. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Du willst wirklich, dass ich Glück habe, oder? Hallo? Oh, hi! Das ist die Klinik. Ich habe gepackt und kann losfahren. Oh, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Wiedersehen. Ich bin abgelehnt. Aber es gibt auch was Gutes. Sie haben gesagt, dass mein Urin so unglaublich gut war, dass Sie es nie vergessen werden. Oh, Jack, tue ich dir nicht ein bisschen leid? Oh, sogar sehr.
Jetzt muss ich kein Vermögen ausgeben für deinen Aufenthalt dort. Ich muss die Kinder nicht eine Woche lang nehmen. Und ich muss mir nicht vorstellen, wie du mit deinem Ex-Filmstar herumbummst. Furchtbar. Umarm mich. Ich möchte begehrenswert sein. Mann, geiles Gefühl, wieder ein vollständiger Hase zu sein. Sieht auch gut aus. Man kann nicht einen Stich sehen. Ich muss sagen, ich habe ein gutes Heilfleisch. Die Tür ist offen, Jenny. Ein orangefarbener Entenfuß? Warum hast du meinen Glücksbringer gestohlen? Warum? Wieso? Willst du wissen, warum? Ich sag dir warum. Weil es meiner ist, deswegen. Mein Sohn hat ihn mir geschenkt und jedes Stückchen Fell daran gehört mir. Ein Mann muss irgendwo die Grenze ziehen. Und bei mir ist die Grenze erreicht bei meinem kleinen Hasen. Ja. Den kriegst du nicht, denn er gehört mir. Es macht mich scharf, wenn du so stark bist. Naja, so bin ich eben, Baby. Und genau darauf stehe ich, Baby. Gefällt dir das? Ja, sogar sehr. So, und gefällt dir das, Baby? Ja, das gefällt mir auch sehr. Und gefällt dir das, Baby? Und willst du das? Ich will es unbedingt. Tja, nur das kriegst du nicht, denn es gehört mir.